Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf unserer Testmap. Und heute haben wir da wieder Ostgeräte hier, was wir uns anschauen wollen. Und zwar ein Lastwagen, ein L60. Ich kenne den W50. Und hier haben wir den großen Bruder davon. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Leistung. Und den wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Optisch finde ich den jetzt eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Der sieht eigentlich gut aus. Der hat hier sogar vorne, weiß nicht, ob das so gewollt ist da. Wahrscheinlich nicht. Lackschäden sieht fast aus. Hier hat er so ein bisschen Rost. Also, Gebrauchsspuren, denke ich mal, sollen das sein. Vermute ich mal. Den können wir hier irgendwie in zwei Ausführungen nehmen, obwohl ich da keinen großen Unterschied gesehen habe. Und zwar schauen wir uns doch mal beim Händler das gute Stückchen an hier. Wir sehen schon, nebenan ist gerade der W50, den schauen wir uns dann später an. Der L60 für 18.775 Euro. Der kann 8.500 Liter laden. 90 km/h schnell, 250 Liter Tankinhalt, 180 PS. Okay. Und dann können wir da E514 oder W60 524. Aber hier bei dem PS ändert sich eigentlich nichts. Nur der Preis ändert sich. Ich weiß nicht, wo dort eigentlich der Unterschied liegt. So, wir starten aber, oder wir setzen uns eigentlich mal rein hier. Ich weiß gar nicht, ob man die Tür kann man eigentlich öffnen. Ob man die von außen kann man sie nicht öffnen. Okay. So sieht das ganze gute Stück von innen aus. Also nichts Spezielles. Wir schauen mal. Dachluke können wir nicht öffnen. Aber wir können zum Beispiel hier drüben. Können wir jetzt hier mal beim Beifahrer die Scheibe runterlassen. Oder wir öffnen die Tür. Wie wir gerade belieben. Wir können auch hier. Fahrerseite natürlich. Lassen wir die Scheibe runter oder öffnen die Tür. Mehr habe ich eigentlich nicht gefunden, was man da machen kann. Wir können nochmal den Helfer einstellen. Wir können natürlich die Plane auf und zu machen. Wir können hier mal rumgehen. Manchmal kann man ja von außen auch was öffnen. Aber sonst weiß ich gerade nicht. So, wir haben eine Anhängerkupplung hinten. Das haben sie beide. Wir haben eine Abschleppstange dabei. Vielleicht bleibt er öfter mal liegen, damit wir dann eine Abschleppstange dabei haben. Wir haben ganz normale Bereifung. Reifen können wir eigentlich nicht wählen. Jawohl, so klingt das Teil, wenn der läuft. Brauchen wir Beleuchtung hier. Scheinwerfer, jawohl. Rundumleuchte. Funktioniert auch. Blinker. Tipptopp. Aber sogar ein Arbeitsscheinwerfer hier hinten in die Mulde rein. Sehr schön. Sehr schön. So. Und dann fahren wir mal mit dem Teil hier los. Klingt ein bisschen, als ob der nicht auf allen Zylindern läuft. So, und ich habe gedacht, wir machen da noch den passenden Anhänger ran. Wir haben ja da, habe ich ja schon vorgestellt, den wie heißt das schon wieder? HW80 hier. So, müssen wir noch ein Stück dran. Ich muss ja hier, muss ich ja gar nicht aussteigen. So, so sieht es eigentlich, kann man das eigentlich nehmen. Hätte man schon ein schönes Gespann. Ich sage vorne im LKW passen bloß 8500 rein. Warum bloß 8500? Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich original auch so. So, dann haben wir da noch Plane. Die können wir so, die können wir öffnen und schließen. Also wenn wir da Getreide fahren und es anfangen sollte zu regnen. Oh, hier ist sogar Blinkanzeige. Hier was hier. Boah, sind hier Unterbodenbeleuchtung oder was? So, okay. Sitzen tun wir ein bisschen komisch hier, habe ich das Gefühl. Das war die Bremse. Moment mal.
Okay, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen übers Feld oder die Feldwege lang. Mal schauen, ob das Teil hier auch dreckig wird. Das wäre natürlich cool, wenn der richtig mistig werden kann. Also irgendwas tut sich da schon bei den Reifen, möchte ich sagen. Oder wir haben einen Klappen, ich weiß nicht. Okay, Geländegängigkeit gleich getestet, Bremsen auch. Vielleicht sollte ich doch nach vorne schauen, wenn ich hier solche Einstellungen mache. Irgendwann ist natürlich die Straße zu Ende. So, der soll 90 laufen. Aber bis der auf 90 ist, ist die Karte zu Ende. So, also viel vom Schmutz kann ich noch nicht sehen. Es staubt zwar. Hinten sind die Räder schon dreckig, vorne ist noch nichts passiert. Sieht nicht so aus, als ob der eigentlich dreckig wird. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich hinfahre. Dann fahre ich mich hier noch auf meiner schönen Karte. So, federtechnisch sieht das eigentlich nicht schlecht aus, was er hier macht vorne mit der Achse. Federt da schön ein. Das gefällt mir. So, liegt gut in der Spur. Sind wir schon auf 60. Also 90 würde ich sagen, ist übertrieben. Bergab vielleicht. Voll beladen, bergab. Kneipe in Sicht. Nicht dreckig, leider. Schade. So, wir werden jetzt mal hier noch den Mähdrescher abbunkern. So, Fruchtzerstörung habe ich bestimmt drin. Macht ja nichts. Ist ja bloß die Testmap. Jawohl. Fahre ich gerade hier das Getreide kaputt. Okay, schauen wir mal, wie viel jetzt da reingeht. Gerste, sehr schön. Aber wie viel geht jetzt da rein? Es gehen wirklich bloß 8500 rein, obwohl das so groß aussieht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da geht mehr rein. An den Anhänger gehen sicher mehr rein. Gut, der Anhänger ist ein bisschen länger, aber der LKW ist eigentlich schon hoch. Schade, damit der nicht dreckig wird. Das wäre natürlich richtig cool. Sonst sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Hier nur mit der Beleuchtung. Bisschen Problem, wenn wir da im Feld stehen. So. Soll das so sein, damit man das da sieht? Ich weiß nicht. Von der Seite zu, von hier vorne ist da offen. So, war das alles. So, da haben wir da alles schön kaputt gefahren. Und haben das Ding mal getestet. Hier wird jetzt nicht dreckig, leider. Bremsen hören sie auch ein bisschen dumm dran. Aber im Großen und Ganzen, man kann hier noch irgendwie reinschauen, auf den Motorraum. Im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht. Ich habe den, weiß gar nicht, Forbidden Mods, glaube ich, habe ich den gefunden. Ich werde natürlich euch noch den Link unter dem Video geben. Da könnt ihr den runterladen, wenn ihr wollt. So, jetzt sind wir halb geladen. Jetzt fahren wir mal bergab. Okay, bergab läuft da 70. Okay, 70, nicht 90, wie in der Beschreibung steht. Kippen tut er nicht, da können wir fahren, wie wir wollen, sind wir wahrscheinlich auch zu langsam. Also, ich sag mal, eher so ein mittelmäßiger Mod. Also, der LKW wäre natürlich schon cool, könnte man natürlich noch ein bisschen was rausholen hier aus dem Mod. Im Großen und Ganzen ist natürlich nicht schlecht. Hätte man da wieder so ein Ostgerät, wenn man da gerne mit dem alten DDR-Fahrzeugen spielen möchte,
wäre das hier genau das Richtige. Jo, in dem Sinne verabschiede ich mich eigentlich hier von diesem Mod und wir sehen uns beim nächsten wieder. Vielleicht machen wir noch seinen kleinen Bruder demnächst. So, ja, wir wollen noch gerade die Federung testen. Ja, Federn hat er, alles klar. So. Gut, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.